Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ihr seht's mit der Easy-Reeps. Wer es noch nicht hat gemacht gehabt zu haben, der möge jetzt auf Abonnieren klicken. Denn nur dann, liebe Freunde, werdet ihr auf jeden Fall gewahr, was auch morgen wieder passiert. Nicht wahr, nicht? So, wollen wir mal gucken, was die Lea jetzt hier... Lea, sei lieb. Die hat erst schon wieder mit mir geschimpft. Sei lieb. Ach, das ist immer ein Haufen, ein lustiger Haufen. Was ist denn hier bei Mary schon wieder los? Überall Autos hier und Mofas da. Oh Gottes Willen. Was ist hier denn los? Ach. Ja, dann müsst ihr im Livestream abends mal mit dabei sein. Dann wisst ihr, was hier so passiert ist. Weil ich bin ja auch, wie gesagt, 5 Stunden oder sowas abends immer am Stream. Und dann seht ihr, was hier für Halligalli ist. Im Hintergrund ist der Visi. Also diese Steine so. Das erinnert mich, dieses LP, ne? Das erinnert mich immer jedes Mal voll an Mario Brothers Level irgendwie. Ja, diese Steine, wo du mit dem Kopf gegenspringst oder so, wo du dann da so rüberhüpfen kannst, weißt du? Es sieht aus wie so ein 3D-Mario-Level, finde ich, die Dinger. Voll Hammer, Alter. Dynamo, heißt hier am Riemen, wir sehen dich. Was machst du hier? Oh, nee, ne? Willst du hierher ziehen? Hand ab. Wir wollen hier keine Nachbarn. Das macht Lea nicht wild. Ja, hier wird irgendwas gebaut. Da kommt Billig! Ja, ihr dürft nicht, wenn ihr hier bei uns in der Nähe wohnt, ist ja kein Problem. So wie Svenny da hinten, ne? Hier, guck mal, der wohnt da irgendwie da. Das ist ja kein Problem. Aber rückt uns nicht hier so direkt auf die Pelle, Alter. Sowas wollen wir ja auch nicht. Das mögen wir nicht. Und er rastet leer aus und reißt die Bude wieder ab. Lea assistiert hier bei Melli. Billig will ein Saufen, aber Mary ist, glaube ich, noch nicht im Dienst, wa? Man munkelt. Ich glaube, meinem Kaugummi zu mir nehmen. Ich habe Mittag gegessen. Spaghetti Bolognese. Alles biologisch abbaubar. Ey, die Haare sind cool, ne? So grün. Hier, wenn ihr als Frauen diesen Beutel da, diesen roten Beutel nicht mögt, den könnt ihr ein bisschen, ja, schummeln, dass der wegkommt. Und zwar müsst ihr dazu diese Danny Trio, diese Corsage, glaube ich, eine Korsette oder irgendwie so heißt das Ding. Obwohl Korsett war gleich ein Auto, ne? Aber irgendwie so heißt das Ding da. Und darunter zieht ihr normales, dieses T-Shirt an, was ich auch immer als Bandit anhabe, dieses schwarze zum Beispiel, ne? Dieses normale, ja, so ein normales Hemd halt mit Knöpfen vorne und sowas. Und dann, liebe Leute, verschwindet die Tasche. Müsst ihr mal ausprobieren, das ist ganz lustig. Obwohl ihr das ja tragt, ne? Die Tasche ist nicht weg, die habt ihr trotzdem noch an. Nur dann verschwindet die. Also wenn ihr als Frauen die Taschen da blöd findet, ich glaube, Visi hatte das irgendwie aktiviert. Den kann ich das mal euch zeigen. Ja, der hat auch die Tasche an, aber ihr seht die nicht, weil er dieses Hemd hier so angezogen hat, wisst ihr? Also dann verschwindet auf jeden Fall diese, die Beuteltasche, diese hier, ne? Verschwindet der Beutel. Coole Waffe. Von Dynamo. Oha. Finger am Abzug. Riesenschalldämpfer. War trotzdem irgendwie laut, ne, oder? Da kommt Lea. Ich hab euch das gesagt, Leute. Macht die Lea nicht wild. Die verteidigt unser Haus und Hof. Da kriegst du, da wärst du gepfannt. Da gibt's dann einen mit der Pfanne. Freunde. Jetzt kriegt Visi auch noch einen. Was schleppst du hier für Leute an, Visi? Kriegst auch noch eine Pfanne. Ja, wir wollen hier einfach unsere Ruhe haben, Leute, ne? Wir sind hier ein Streamer-Squad, wir sind YouTuber-Squad. Also ich bitte euch, habt da bitte ein bisschen Respekt vor. Ihr könnt gerne, wie gesagt, guck mal, die Entfernung, da ist eine Burg, da ist eine Burg. Alles kein Problem, da könnt ihr dann rumpimmeln. Aber rückt uns nicht so doll auf der Pelle, dass ihr bei uns hier so, hier überall da nicht... Wisst ihr, wie ich meine? Hier, das lasst mal ein bisschen frei hier. Na? Sonst müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr dann da irgendwie
weggekloppt werdet mit Bratpfanne oder was auch immer. So, lass mal gucken, wie spät haben wir es? 16.20 Uhr und ja, bin gerade vom Einkaufen wieder nach Hause gekommen und dann habe ich. Ich überlege immer, was soll ich denn essen, Alter? Ihr kennt das Iglo oder Frostertüten ist Standard bei mir und irgendwann hängt dann das auch raus. Ne? Deswegen habe ich immer angefangen, jetzt Pizza selber zu machen. Alles selber kaufen. Also eigentlich ist es Tomatenpaprika, Mozzarella-Käse und dann Bioteig und so. Schmeckt auch richtig geil, aber das darf es halt auch nicht so oft. Ne? Wenn man ein bisschen Übergewicht hat wie ich, bin eine kleine Presswurst geworden. Dann darfst du davon nicht so viel fressen, aber ich weiß immer einfach nicht, was ich mehr machen soll. So, ne? Weil selber ich bin nicht so oder mag nicht so gerne so mega viel Kochenkram und sowas. Und Pizzakram geht irgendwie schnell, ne? Aber nach 20 Mal Pizza essen, muss ich auch überlegen, ja, jetzt hör mal auf, davon wärst du auch nicht dünner. Obwohl es ja halt geil schmeckt, aber. Ja, dann war der Pizzateig im Angebot. Ich dann, nee, hör auf, jetzt bleibt das liegen, habe ich nicht gekauft. Und dann, ja. Habe ich mir Biohackfleisch geholt. Dieses Biopulver, ne, zum Reinkippen da irgendwie. Dinkelnudeln. Bio-Vollkorn-Dinkelnudeln oder sowas. Und schmeckt auch richtig gut, ja. Und hack nämlich immer Rindfleisch. Aber das kannst du auch nicht so oft essen, ne? Hackfleisch, weiß ich. Von den Fleischarten ist Hack, glaube ich, nicht so das Tolle, glaube ich, ne? Bläh. Aber hat okay geschmeckt, sag ich mal. So ein bisschen sauer halt, aber keine Ahnung. Schmeckt eigentlich immer sauer, das Zeug. Jedenfalls bin ich im Moment gut genährt und deswegen muss ich mich gerade ein bisschen akklimatisieren. Da kommt Wolfi! Sind alle online außer ich, obwohl ich bin ja auch online, ne? Wolfi fehlt noch. Da müsste jetzt so 500 Watt Boxen oder so. Müsste hier voll cool langfahren, so. So mit Neonlichter, LED und sowas, ne? Warum nicht? Ist ja nur ein Spiel, Alter. Da kann man das noch mal ein bisschen upgraden, so, ne? Dieses Unterbodenlicht, ne? Was ja in Real Life ist, das ja irgendwie verboten. Ja, Lea war sauer, die hatte ihre halbe Bude eingerissen. Ich weiß nicht, vielleicht repariert sie das nochmal wieder. Es eskaliert hier immer, ne? Also, wird aber auch nicht langweilig, ne? Dadurch irgendwie, dass hier alles, ja, verschiedene Charaktere zusammenkommen, ne? Und manchmal knallt das dann natürlich, ne? Dann zerfetzt man sich gegenseitig und so. Aber letztendlich haben wir uns alle lieb. Ist halt so, ne? Es ist halt ganz normal gute Zeiten, schlechte Zeiten hier. Aber manchmal ist es ein bisschen übertrieben, ne? Nur weil man da irgendwie Missverständnisse hat oder irgendwie was, ne? Da muss man nicht gleich hier ja, alles einreißen und so. Ich glaube, sie wollte sowieso zu Mary ziehen irgendwie, dass sie da ein bisschen unterstützt sind, ne? Keine Ahnung, wir gucken. Ansonsten kann sie das ja wieder aufbauen. Hinten ist Blubber, Alter. Der wohnt ja niedlich hier. Blubby ist bescheiden. So eine eingeborene Dorfhütte, so quasi. Vielleicht ist er ja Minimalist. Das ist eine Rasselbande hier, wa? Mann, 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 Mann. So, wir gucken mal weiter. Wir sind bei Kehlen gelandet. Ups. Ab in den Bunker hier. Hallo, wo ist er denn ganz? Noch eine Etage tiefer. Wow, hier sind wir alientechnisch im Luftschächtebereich.
Schwupp. Hey, ist er nach oben gegangen? Sag mal, ziemlich poppen. Guck an, da ist Kirchen. Bitte doppelläufige in der Hand. Recht dunkel, ne? In den Bunkern? Früher konnte man ein bisschen schummeln mit den Grafikeinstellungen, konnte das voll hell machen. Aber irgendwie haben die das weggepatcht oder so. Die Doppelläufige sieht schon cool aus. Wir haben gerade erst angefangen, ne? Kein Rucksack, gar nichts dabei. Orange Hose noch. Oh ja, das passt sogar. Sieht doch cool aus, ne? US Army. Oder? I don't know. So, hier wird fleißig gesammelt. So muss das, denn Scoom, liebe Freunde, ist ein Loot-Shooter. Wir gucken mal weiter. Na, wer versteckt sich denn hier in der PvP-Zone? Der Terror Nova. Ist ein geiler Spot hier, muss ich schon sagen. Er hat hier komplett einen Überblick quasi. Aber es gibt ganz viele Spots, wo du hier ja campen kannst, deine Mitspieler auflauern kannst. Ja, das ist ein Ort, wo ihr euch hin teleportieren könnt. Die Spieler hier, hatte ich ja in einem meiner letzten Videos erklärt, ne? Ihr könnt hier als Spieler selber euch teleportieren quasi. Zu auserwählten Orten. Und dieses PvP-Ding hier, der Flugbahnhof, ist ein Ort davon, wo ihr euch als Spieler hin teleportieren könnt. Weil ich möchte auf unserem Server das PvP fördern und ja, das, die Leute trauen sich nicht, wenn sie dann da mit dem Auto hinfahren müssen, dann verlierst du dein Auto und Und deswegen habe ich das Teleporter-System hier implementiert. Liebe Freunde, jetzt sind wir schon mal hier jetzt, ne? Und dann hat er keinen Gegner. Ich hätte mich jetzt echt gefreut, wenn wir mal wieder ein bisschen Ballerei so sehen würden. Haben wir lange nicht gehabt. Ich bin aber auch selten in der PvP-Zone, obwohl hier natürlich was ist, aber ich versuche ja die Leute auch nicht zu filmen. Ja, ihr sollt das ja, das ist Geheimgebiet, versteht ihr? So müsst ihr das sehen. Das ist alles einfach geheim. Da können ja überall Basen sein und ich will nicht unbedingt aus Versehen denn die Basen von den Leuten so filmen. Das ist immer das Doofe jetzt, ne? Obwohl sich jeder von uns aber danach sehnt, auch mal ein bisschen Action zu sehen bei den PvP-Lern. Ist ja logisch, ne? Aber das ist der einzige Grund, warum ich so wenig PvP halt bei uns hier filme oder sowas oder zeige, ne? PvP gibt es hier auf jeden Fall, gar keine Frage. Und da sind auch einige Leute unterwegs im PvP. Bloß, ich kann das nicht immer so zeigen. Da müsst ihr ein bisschen verstehen. Weil wenn ich das mache, dann wissen alle, wo die wohnen. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es wieder Ärger, dann schimpfen mich alle aus. Gut. Ja, gut Tschüss noch. Guten Tschüss noch, Terranova. Wir gucken mal weiter. Sind wir famos? Oh, der ist auch online famos. Deine Sachen leer. Dynamo? Schreibt im Chat. Multi-User im Hintergrund. Ist auch eine geile Burg, ne? Ich verstehe bloß nicht, wieso baut ihr denn nicht in der roten Zone, Alter? Ihr seid doch so Killer hier. Ich glaube, der Terranova, der war das sogar von ihm, ne? Schlüssel? Ich glaube, der gehörte sogar dazu, oder? Wenn ich mich nicht recht entsinne. Also, wenn ihr Killer seid, wie gesagt, im Moment ist das bei uns so, ihr könnt auch in der PvE-Zone wohnen, ist klar. Aber... ja, wenn ihr euch wirklich wirklich PvPler schimpfen wollt, dann solltet ihr eure Burg im roten Bereich schon aufbauen und dann dafür sorgen, dass ihr die schützt, ja? Das ist einfach so. Dafür ist es ja da. Ja, also ihr könnt ihr nicht auf dick PvPler machen hier. Und dann sieht man euch in der Base in der PvE-Zone, weil da kann ja, da hast du ja Sicherheit, da kann ja keiner dann zurück angreifen. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist aktuell noch ein Problem von Scoom her, weil das kannst du irgendwie gar nicht so richtig einstellen. Ich hätte den Vorschlag quasi sonst zwei Fahnensysteme zu machen. Eine Fahne kriegen die PvEler und die andere Fahne, die kannst du nur in der roten Zone hinsetzen, weißt du? So, dann kannst du am Anfang entscheiden, ja, was möchtest du denn spielen, PvE oder PvP? Ja, und wenn du PvP anklickst, dann müsstest du zwangshaft in dem roten Bereich wohnen. Das wäre doch geil, oder?
Aber das geht halt nicht, das ist das Problem. Ich kann ja auch nur das machen, was die Entwickler so ein bisschen irgendwie hier so integrieren ins Spiel. Ansonsten, ja, versuche ich natürlich meine Kräfte so weit auszudehnen als Serverbetreiber, wie mir möglich ist. Ich muss mich aber, wie gesagt, auch immer gedulden auf irgendwelche Programmierer, dass es denn da alles funktioniert. Nicht wahr? Ob das jetzt das System ist hier, der Inselservice, dass das gemacht wird, oder ob das die Entwickler sind, die Spieleentwickler. Ja, da müssen wir öfter mal warten, dass da dann irgendwann neue Möglichkeiten kommen. Ja, Multi-User, wie sieht der aus? Spielen alle Girls irgendwie hier bei uns auf dem Server, habe ich das Gefühl. Bin ich der einzige Typ hier oder was? Das gibt's doch gar nicht. Die sind wirklich beliebt, diese Frauen hier irgendwie, ne? Diese Models. Da scheinen die Entwickler ja was richtig gemacht zu haben. Ich selber war da nämlich nicht Fan von diesen Dingern. Ich habe mich sogar noch aufgeregt. Ich habe gesagt, Leute, ist das euer Ernst, jetzt Frauen hier reinzuballern, so, ne? Also die Frauen noch hübscher zu machen, sag ich mal. Wir haben ganz andere Sorgen hier bei Skum. Aber im Nachhinein betrachtet, die nehmen ja alle die Frauen, also scheinen sie damit zufrieden zu sein. Ist ja in Ordnung, wenn euch das gefällt. Das ist ja das Hauptziel. Aber ich hätte mir halt anstatt sowas jetzt einfach ein bisschen mehr Inhalt gewünscht, ne? Ja, die beiden, die hängen da irgendwie ab. Kaffeekuchenzeit ist jetzt. Und wir gucken mal weiter. So, wir sind bei Zero gelandet. Boah, ich komme gar nicht hinterher, Digga. Wie schnell fährst du denn, Junge? Die Drohne wieder. Ah, Multi-User, da waren wir doch gerade. Das ist ja ulkig. Guck mal, der fällt genau dahin, wo wir gerade waren. Hätte ich noch 2 Sekündchen länger da verweilt, ne? Der wäre der direkt an uns reingeballert. Guck mal, da ist der Famos. Ein Déjà-vu. So, das ist der Zero. Der ist aber ein anderer Squad. Man sieht sie an dieser Fahne jetzt, ne? Oh, Famos hat viel zu viel Autos, Alter. Ihr braucht nicht Horn. Was soll denn das? Macht das nicht, dass der Server hier ruckelt. Alles unnötig, die ganzen Autos, ne? Dank unserem System kannst du die ganze Zeit Autos kaufen. Hier wohnst du? Das ist ja eine Wurst. Das ist ja eine Wurst. Ein Wursthaus. Guck mal, da fliegt sogar eine Kiste, Leute. Na, wohnt er da doch nicht? Ja, macht schon Spaß, Auto zu fahren. Allerdings ist mir das ein bisschen zu laut. Der Motorsound ist noch zu laut. Und ich hätte gerne wieder Flugzeuge, ne? Also ich selber, ich habe Bock auf dieses Rumfliegen hier. Das war mal lustig. War da gerade eine Kiste? Hä, was ist denn hier los? Wieso liegt da denn jetzt die Kiste? Hier fette, fette Häuser. Hier wieder so ein kleiner Klotz. Das sind alles diese Tiny Häuser. Da wohnt er. Nee, ich glaube, der scannt eher wie die Gegend ab, ne? Kann das sein? Scanne auch mal gerade mal die Gegend ab. Ist hier jemand? Schrottplatz noch mal kurz und fliegen. Nö, keiner da. Wollen wir über die Mauer gucken? Oh, guck mal, die unbekannten Länder rein. Da wohnen überall Dinosaurier, mutierte Affen, Knochenenten fliegen da durch die Gegend. Vulkane mit Fettlava. Irgendwelche geheimen Biolabore. Ah, eine geheime Abschuss. Militärische Atomabschuss. Bunkereinheit quasi, wo die Spieler dann, ne, mit einer speziellen Chipkarte und einem Code, den sie finden können, aus mehreren Schlüsselkarten verteilt auf der Welt, können sie eine Atomrakete starten und dann können sie sich den Sektor auswählen, wo die einschlägt und die Leute dann werden dann gewarnt, wenn die Rakete da einschlägt und die müssen dann sehen, innerhalb, ja, eine Minute oder so, 60 Sekunden, dass die denn da rauskommen aus diesem Sektor. Wäre geil, oder? Irgendwie? Aber da dürfen halt die Basen nicht beschädigt werden, ne? Also das wäre schon geil, ja. Also Fantasie und Ideen hätte ich auf jeden Fall genug. Aber, liebe Freunde, ja, wir müssen halt warten, was die Entwickler draus machen. So, wir gucken mal weiter. Ja, ihr seht selber, wir haben unzählige Spieler mal wieder hier bei uns auf dem Server. Ich finde das richtig gut. Unser Ranking ist auch schon wieder 30 Slots oder Plätze nach oben geballert. Also das ist auch immer ein Phänomen hier bei uns, ne? Das ist hier rasend so hoch und runter und
Hast du nicht gesehen, ne? Sedora ist im Kiesweg, liebe Freunde. Kann man auch mal einen Abstecher hinmachen. Kann man auch mal hin, ne? Hier, guck mal da drüben noch. Von oben sieht es schon cool aus. Aber es fehlt bei den Orten noch das i-Tüpfelchen. Ihr wisst das, ich nehme da kein Blatt vom Mund. Auch wenn ich Scum ja jeden Tag mache. Seit Anbeginn der Zeit drehe ich ja Scum-Videos und ich finde das Spiel auch klasse. Trotzdem nehme ich mir auch das Recht heraus, ein bisschen zu kritisieren. Oder meine Wünsche zu äußern. Wie ich mir das so vorstelle, ne? Und bis jetzt tendiert das so, dass die Entwickler das alles so schön machen, wie ich mir das wirklich vorstelle. Das ist das Lustige. Deswegen bin ich ja auch noch bei Scum. Da würde ich da keine Zukunft sehen oder irgendwie sowas. Dann würde ich mir wahrscheinlich ein anderes Spiel suchen, ne? Aber die machen das schon so. Die machen das richtig. Die brauchen bloß mehr Zeit. Das ist halt Problem, ne? Oder mehr Leute. Mehr Leute sind aber wieder Geld. Und als kleine Firma hast du kein Geld. Also kannst du nichts machen. Das ist der Scheiß. Ne? An Motivation und Ideen und so mangelt es uns nicht hier bei den Scum-Entwicklern. Es ist einfach nur, weil das zu lange. Das frisst zu viel Personal halt, ne? Deswegen kommt immer Stück für Stück so ein bisschen kleiner Patch raus und so, ne? Um uns anzufüttern. Und das ist schon geil. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich glaube, wir können gerade mal schauen, was es noch bei den News gibt. Wir haben ja bei uns auf dem Discord-Kanal. Da ist links, seht ihr die ganzen Channel da irgendwie und da ist auch ein Bereich, der heißt News und ich glaube, der geht ein bisschen unter. Da gucken vielleicht nicht viele rein oder so. Dabei ist der doch recht empfehlenswert. Das ist kein langweiliger Channel. Meistens hört sich das immer so langweilig an, News oder so. Da fange ich ja das Gähnen an oder sowas, ne? Wir gucken uns das Ding mal an, was der News-Channel ist. Hier oben ist wieder ein PvP-Event im Moment. Beim Prison, beim Gefängnis oder so ist das. Ja. Und das hier ist der News-Channel da. Der ist Level 3, ist der versteckt. Hier, News, ganz unscheinlich. Aber wenn man aber raufklickt, Leute, dann kann man hier so sehen, ne? Was ist das denn alles für Zeug, Alter? Wollen die hier Karate-Monster irgendwie reinbringen? Eins, zwei, drei, vier. Also man sieht's, wir als Spieler werden von so einem komisches Monster da mit Klingen angegriffen. Und das ist halt, wenn man angesprungen wird, dass der einen dann festhält. Der muss ja irgendwie eine Taste drücken oder so. Und dann, dass du den Tritt machst mit dem Fuß, um den wegzuboxen halt. Also das ist die Kampfanimation oder Abwehranimation, die hier quasi geplant wird oder erstellt wird. Und das ist alles mega Spoiler hier, Leute. Da müsst ihr mal gucken. Das ist alles Spoiler. Da gibt's die Sachen gibt es ja noch gar nicht so. Größtenteils gibt es das alles noch gar nicht. Aber dann seht ihr, wie fleißig die sind, woran die arbeiten, liebe Freunde. Um euch auch selber zu motivieren. Das ist an die Leute gerichtet jetzt, die sagen, Scum wird ja sowieso nichts oder es ist langweilig oder kein Inhalt oder was weiß ich was. Das kommt alles immer besser hier, Leute. Guckt euch das mal an. Ja, das ist die große Big City hier, das ist dieses Tschernobyl und sowas alles. Ne? Neues Kraftwerk kommt dazu. Und da könnt ihr euch dann ein bisschen spoilern. Ja, ich sag das, die Entwickler füttern uns ein bisschen an. Aber man wird denn auch geil auf das Spiel, wenn man das so sieht. Ne? Boah, die machen was. Die sind nicht faul oder sowas. Die machen wirklich was. Woran die so arbeiten und sowas, das sieht man denn hier. Also es ist unheimlich viel, was die machen. Ne? Das wird eins der größten komplexesten Spiele überhaupt. Das ist Hammer, Alter. Ne? Guck mal hier, die Models. Ja, da kannst du selber dich orientieren. Ja, also ich war standardgemäß. Ja, ich glaube hier so. Und dann kam Corona und seitdem bin ich hier so. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Und bei Scum ist es auch so. Wenn ihr eingesperrt seid oder nicht bewegt oder wie auch immer, dann kann das sein, dass ihr dann hier rechts rüber geht und wenn ihr euch gesund ernährt, im Kopf positiv denkt, ab und zu ein bisschen Bewegung. Dann tendierst du ein bisschen mehr nach rechts halt, ne? Das ist klasse hier. Und so funktioniert das bei unseren Charakteren hier bei Scum auch. Auch ein sehr interessantes Bild, Leute. Guckt euch das mal an. Was sehen wir da? Also die Grafik ist einmal richtig fett, ne?
Die Grafik, Leute, das ist wieder das nächste Next-Level-Grafik-Update. Guckt euch das mal an. Und dann liegt hier irgendwas, Leute. Es liegt hier irgendeine Bestie, die halb verrottet ist. Guckt es euch an. Ihr seht selbst. Es könnte eine Art Bluthund sein oder sowas. Also total eklig, gruselig, ne? Wenn man das sieht, kriegt man doch Bock auf Scum, oder? Ui. Was ist das für ein Ding hier? Das sieht aus wie Fisch, oder? Ich weiß nicht genau. Das ist hier mit der Mütze. Die bauen am Kochsystem, sind die dran. Das ist roh und das ist fertig, denke ich mal, oder so. Boah, was ist da denn schon wieder neu, Leute? Guck mal, da kommen immer wieder so oft News hier rein. Habt ihr das schon mal gesehen, Digga? Habt ihr das schon mal gesehen? Schaut einfach bei uns im News-Kanal, wenn ihr sagt hier, oh, mir ist langweilig Scum und so, das wird doch eh nichts oder ich will zum anderen Spiel. Dann geht in den News-Channel, hier, guckt euch das an. Was da alles auf euch zukommt. Also bleibt Scum treu, holt euch Scum, auch gerade öfter mal im Angebot und sowas, kann man immer ein Schnäppchen schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber selbst wenn Scum nicht im Angebot ist, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es gibt viele Spiele, wo die Entwickler einfach dann nichts mehr machen nach der Zeit und dann verschwindet das Spiel und so. Das ist hier aber nicht der Fall. Ja. Hier wird durchgezogen. Und es ist schon übertrieben, oder? Das ist ein gepanzertes Mofa, würde ich mal sagen, oder? Ist das nicht so eine Goldwing oder sowas? Hier, Goldi, du hast doch da mehr Ahnung von. Die sieht doch auch irgendwie so aus, hier mit so einem riesen Ding da, ne? Hier so, irgendwie sieht das doch so aus. Goldi hatte mir mal so ein Mofa irgendwie gezeigt. Und ich glaube, das Ding heißt Goldwing oder so. Ich bin mir jetzt unsicher. Ich bin selber Laie da drin. Ich habe keinen A-Führerschein oder sowas. Aber das sieht auf jeden Fall interessant aus. Leute, da bin ich gespannt, was die da mit uns vorhaben hier, ja? Aber was ist denn das schon wieder? Feuer, Grill und dann steht da eine nackte Frau daneben oder was ist das? Also das ist wahrscheinlich wegen dem Größenverhältnis. Meistens machen die das Model daneben. Wegen dem Größenverhältnis. Ne? Wie groß ist denn dieser Grill? Wie groß soll das Feuer sein? Um das alles so zu veranschaulichen und sowas. Ja. Und das ist der News Channel. Der ist riesig groß, Leute. Wenn du da nach oben gehst, hier, da gibt es noch Burger, gibt es hier irgendwelche ekligen Rehe oder sowas. Bäh. Verbrannte Hotdogs. Ihr könnt selber mal nachschauen, Leute. Das ist unser Discord-Server. Der ist mega. Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Wir haben interaktiv es ermöglicht, dass ihr als Spieler hier das Spiel steuern könnt über unseren Discord. Und das ist schon geil. So, wir gucken nochmal weiter. Wir sind bei Yamoi gelandet. Yamoi, auch der trainiert wahrscheinlich, ne? Guck mal, wenn man so eine Bewegung macht, dann ist es meistens Training. Ja, ja, guck dir unten rechts da im Fenster, wie er sich dreht mit der Schubkarre. So trainiert man bei uns hier derzeit. Wenn ihr da irgendwie was rausfindet, wie ihr trainieren könnt, wie ihr alle Skills, so viele Skills wie möglich mit einer Sache trainieren könnt oder so, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich mache ein Video davon. Ich möchte, dass das alle Leute wissen. So ein allgemeines Wissen oder sowas, das will ich gar nicht irgendwie für mich behalten oder sowas. Ich möchte, dass ihr das da alle was von habt. Ja, deswegen habe ich auch dieses hier mit der Schubkarre gezeigt, Videos gemacht, im Livestream erzählt und sowas. Ne? Und da gibt es einige Tipps. Falls ihr das noch nicht wusstet, ich weiß sogar noch einen mittlerweile. Und zwar, wenn ihr auf ein Auto springt, auf ein Dach jetzt. Und unter dir im Auto fährt einer los. Dann levelst du 3 Skills. Und du machst selber gar nichts. Du bist nur auf dem Autodach. Also schaut da bitte nach. Das müsste der gleiche Effekt sein, wie wenn du an der Schubkarre bist. Also wenn jemand mal weiterfährt, muss er ein bisschen vorsichtiger fahren. Ist klar, weil sonst fliegst du ja vom Dach runter. Aber da könnt ihr alle dann rauf auf Auto und dann levelt ihr alle gleichzeitig. Und ihr macht gar nichts. Ihr steht nur auf dem Dach. Und wenn einer muss halt fahren, der levelt dann halt Fahren-Skill. Und deine anderen Kollegen und Kumpels, die sitzen, die stehen oder sitzen, liegen oder was auch immer, oben auf dem Dach drauf. Und die kriegen volle Bonuspunkte. Müsst ihr mal drauf achten. Ich finde das wieder richtig köstlich. Und so finden wir immer wieder peu à peu mal hier so einen Tipp und Trick und so weiter und so fort. Und wenn ihr auch was gefunden habt, dann verheimlicht das nicht oder so, behaltet das nicht für euch, sondern wir sind hier ein Team, wir sind hier eine Community
Und dann sollen alle gefälligst davon, ne, profitieren von diesen Sachen. So, wir sind bei Rick Sanchez gelandet. Ey, ich komm gar nicht hinterher und die Grafik auch nicht. Nennen. Oh, auch wieder ganz schön laut, die Mofas. Aber cool, ne? Crossmaschine, geil, oder? Ich bin auch mal früher in den 80er gefahren. Aber nur ganz kurz. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Da war noch ein Kommentar, muss ich dazu sagen, der hatte sich, glaube ich, beschwert oder sowas von wegen. Mein Server ist irgendwie nur hinter Paywall oder sowas. Ja, ich muss dem auch recht geben. Das ist aber auch kein Geheimnis. Ihr wisst es doch selber. Ich habe das schon oft genug versucht zu erklären. Das ist so. Hier kann jeder grundsätzlich spielen. Also da ist nichts hinter Paywall oder sowas. Ne? Aber es gibt Sachen, die sind hinter einer Paywall. Auf jeden Fall. Das stimmt. Da hat er dann recht. Ne? Also das ist doch kein Geheimnis oder irgendwie Abzocke oder sowas, weil ihr selber könnt doch entscheiden, möchte ich das oder nicht. Ihr wisst, mein Discord ist ja mit Levels so, ne? Und Level 1 sind alle Leute, Besucher und sowas. Und die können auch bei uns ganz normal mitspielen, alles. Die können ja auch alles machen quasi. Die haben sogar auch einen eigenen Shop und sowas. Jeder Level hat irgendwie eigene Shops und sowas. Ne? Also Level 1 hat auch alle Möglichkeiten quasi. Ne? Im Rahmen des Level 1 halt, ist klar. Nun beschwert sich vielleicht einer, der sagt, ich kann gar nicht schreiben bei dir im Chat. Das ist erst ab Level 2. Ja, das habe ich auch mit Absicht gemacht. Nicht, um euch zu ärgern oder sowas, sondern um meine Community hier zu schätzen. Wisst ihr, weil wir haben die Erfahrung gesammelt. Ich hatte ja vorher den offenen Discord. Da konnte jeder alles machen. Und da gab es immer so viel Negatives und die haben sich so Hass und Mobbing und sowas, wisst ihr, so nach... Also das war immer so viel Schlechtes, was man teilweise gelesen hat. Weil du hast im Internet nicht nur Freunde. Da sind auch viele, die die Sau rauslassen. Ich sag's mal so und andere beleidigen und so. Und ich will meine Community hier schützen. Ja, und seitdem ich eine Paywall da reingemacht habe, ist total, ist nicht mal 2 Euro im Monat oder sowas. Aber den kannst du bei uns schreiben auf Discord. Ne? Also, von den 2 Euro kriege ich vielleicht 1 Euro oder sowas ab. Ja? Aber dann haben wir unsere Ruhe vor diesen Leuten, die irgendwie was hier kaputt machen wollen, die aufhetzen wollen, dieses Mobbing, die Hassreden und den ganzen Scheiß. Das habe ich seitdem ich diese Paywall gemacht habe, habe ich das nicht mehr. Und das ist halt der Hintergrund, dass ihr Bescheid wisst. Bei uns geht alles, aber kein Muss. Ich bin selber ein Typ, der... Ich hasse diese Zwänge oder sowas. Ich möchte bloß Bereiche anbieten, ja? Damit Squads und so ihre Ruhe haben. Ich möchte vernünftig hier spielen. Und ich weiß, gerade bei dem Spiel ist teilweise sehr emotional. Die regen sich auf, die streiten sich und... Das gibt's halt, Leute. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Ein Shooter, du verlierst so viel und sowas. Und dann geht das... Und dann gibt es noch die anderen Streamer und YouTuber und dann kommen die irgendwie mit ihren Leuten oder was weiß ich was und versuchen hier abzuwerben oder da irgendwie was negativ Stimmung zu machen. Das gibt's. Ich habe alles durch. Das ist die komplette Palette. Und deswegen habe ich mich entschieden, das so aufzuteilen in Levels, dass ich einfach Zugänge verschließe, sage ich mal. Keinen öffentlichen mehr Server. Wir haben jetzt einen reinen Community-Server. Und Community ist halt, dass man eben zusammenhält, ne? Dass man sich gegenseitig unterstützt, Support und sowas gibt. Und so funktioniert unser System. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt die Monate, seitdem ich das gemacht habe, also das ist grundweg alles positiv. In sämtlichen Bereichen ist das positiv, deswegen bleibe ich dabei. Hätte ja auch eine scheiß Entscheidung von mir sein können, aber das ist nicht so. Also seitdem, toi toi toi, dieses ganze Negative, das ist wie weggeblasen. Und die Leute, die hier wirklich anständig sind, ja, die supporten dann auch. Oder spielen halt trotzdem dabei, ne? Und auf Level 1 oder so kannst du trotzdem spielen halt, ne? Jedenfalls sind die dann hier und da ist keine so eine Randale irgendwie sowas, ne? Also was ich vorher alles erlebt habe. Also richtig klasse. Ich bin begeistert von meinem System, muss ich mal mich selber loben, weil sonst tut's ja keiner. dann wisst ihr da Bescheid. So, jetzt haben wir das Haus aber lange genug gesehen. Die Folge ist auch schon wieder überlange irgendwie. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, morgen schon wieder oder abends im Livestream. Und dann bis dann.